In diesem Artporträt kann ich euch den schwarzgezähnelten Helmling oder schwarzgezähnelten Rettichhelmling vorstellen, Mycena helianthina. Hier sind sie am Wachsen, die kommen gerne im Laubwald vor, sind kalkliebend, es sind Folgezersetzer und man kann die finden von Sommer bis Herbst, also von Juni bis November. Ja, ich werde jetzt hier mal einige entnehmen, damit wir uns die hier anschauen können. So, hier sehen wir mal die Hüte von oben. Die können 1 bis 4 cm im Durchmesser sein. Die sind so violett, grau bis fleischfarben violett, können auch rosa sein. Sie sind ausblassend, das sieht man jetzt hier sehr gut. Wir haben hier, wenn wir da etwas näher anzoomen, ist der hier schon ganz ausgeblasst. Der kann aber auch so dunkel sein wie hier der Rand. Also der ist recht veränderlich in der Farbe. Schauen wir uns die Lamellen an, denn hier sind wichtige Erkennungsmerkmale. Und hier wird auch klar, machen wir etwas Licht, warum der schwarzgezähnelter Helmling heißt. Die Lamellen, die sind violett bis grauviolett und die Schneiden, die sind so grob flockig in diesem dunkelrotbraun bis fast schwärzlich punktiert. Die Lamellen, die sind gezähnt, also die Schneiden, die haben hier so ein leichtes Zackenmuster. Und wenn wir hier von oben reinschauen, denke man kann es jetzt sehen, dann sieht man, dass sie am Grund der Lamellen, also wo dann das Hutfleisch beginnt, sind die so netzförmig quer verbunden. Der Pilz hat auch zwischen Lamellen, das sind die Lamellen, die nicht bis zum Hutrand hinreichen, beziehungsweise nicht vom Stiel bis zum Hutrand. Der Stiel, der ist dann so lila-braun, geht mehr ins Bräunliche und ist längsfaserig. Schneiden wir hier mal ein Exemplar in zwei, damit wir uns das Fleisch anschauen können.